Moin moin meine lieben Gaming-Freunde und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Let's Play hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir machen weiter mit Sneaky Sasquatch. Und heute gönnen wir uns erstmal ein Pickup, damit wir Holz holen können für unser Hausumbau. Würde ich mal sagen. Wir kaufen uns jetzt mal diesen schicken Pickup. Für 350 Münzen. Total das Schnäppchen. Den kaufen wir uns jetzt. Färben den einmal nochmal ein. Ich guck mal, ob wir den auch ein bisschen tunen können. Viel Spaß mit deinem neuen Pickup-Truck. Hier sind die Schlüssel. Vielen Dank. So, weil ohne Pickup, jedes Fahrzeug in deinem Besitz wird hier... Ja, genau, das wissen wir auch schon. Weil ohne ein Pickup können wir kein Holz transportieren. Das heißt, wir können zum einen unser Haus nicht verschönern, erweitern. Und wir können auch nicht unser Museum da ein bisschen unterstützen. Also wir werden es damit ein bisschen unterstützen können, wenn wir... Ja, wir können das sogar aufrüsten. Wie krass ist das denn? Das machen wir gleich. Komm. Take my money. Genau, wir können dann ein bisschen für das Museum Holz spenden, damit das gebaut wird. So eine, was für eine Farbe wir werden. Oh, wir nehmen hier so ein cooles Grau oder was? Nee, ist das Grau? Das ist eher so ein dunkel mattes Grün. So ein ausgeblichenes Grün. Oder wir nehmen ganz schwarz. Nehmen wir uns einen schwarzen Pickup. Komm, so. Stand da ein Motorrad drin? Ich fahr nochmal rein. Cool. Da steht sogar Motorrad. Na dann werden wir uns jetzt erstmal Holz holen. Oh, ich bin falsch. Juhu. Werden wir uns erstmal ein bisschen Holz gönnen. Und unser Haus verschönern. Jetzt muss ich mal gucken, wo wir das gekriegt haben. Ne, da geht's zum Skiberg. Ne, da geht's zur Stadt. Da wollten wir noch gar nicht hin. Wollten wir noch gar nicht hin. Und wir drehen mal wieder um. Oder gab es Holz doch dort hinten beim Skiberg? Ich geh mal langfahren. Das kann sein, dass da das Holzlager war. Wir fahren mal gucken. Wir werden uns ein bisschen Holz kaufen. Ich bin mal gespannt, wie teuer das ist. Genug Geld haben wir ja an sich. Wenn nicht, machen wir noch ein bisschen... Ich meine, der fährt ganz schön langsam, ne? Ich meine... Wir haben ihn doch ein bisschen getuned jetzt. Eigentlich müsste er doch schneller fahren. Hier, Sägemühle. Genau, wir haben's. So, dann fahren wir mal gucken. Wie viel Holz wir damit eigentlich transportieren können. Ich fahre mal hier so rein. Ladezone, genau. Ui, das ist teuer. So, steige ich mal aus und quatsche mal an hier. Wahrscheinlich der Bauleiter hier. Hey, Kumpel, suchst du nach Bauholz? Wir haben Fichte, Tanne, Kiefer, was auch immer. Fahre mit deinem Pickup in die Ladezone und nimm so viel, wie du brauchst. Okay, das ist jetzt hier noch unterschiedliches Holz, oder was? So, das sind hier... 100 Bretter. 1600. Okay, wie viel sind das hier? Das sind 75. Komm, wir nehmen gleich... Nein, wir nehmen gleich hier die... 1600. Das sind 100 Stück. Jo, die kaufen wir. Voll beladen. Ist mein Wagen. Wow, ey, das sieht aber... Sag mal, das sieht aber gefährlich aus. Das ist doch gar nicht verkehrstauglich, das Ding. Versuchen wir mal hier wieder unfallfrei rauszukommen. Und dann fahren wir mal zu unser Grundstück hin. Guck mal, was wir damit Schickes machen können. Hundert Holz, okay. Hoffentlich reicht das auch, um jetzt unser Haus auszubauen. Ich hätte vorher mal gucken sollen, was wir da benötigen eigentlich. Wie viel wir benötigen. Wobei wir hätten ja auch nicht mehr transportieren können. Ich denke mal, 100 ist Maximum. So.
Dann fahren wir hier einmal hier runter. Nee, wir fahren hier hoch. Wir fahren hier hoch. Genau, hier oben lang. Und dann biegen wir gleich links hier runter. Nächste Einfahrt links, bitte. Genau hier. Ja, genau, ist falsch. Wir sind hier falsch, aber hier ist eine versteckte Kiste. Da kommen wir nicht hin, da kommen wir nur mit unserem Kanu hin. Gut zu wissen, das müssen wir uns merken. Ich drehe mal hier den Kahn. Na, na, sag mal. War da ein Baum im Weg? Da war noch ein Haufen. Ein Sandhaufen. Habe ich das richtig gesehen? Nee, das täuscht. Das ist ein Baumstamm. Dann müssen wir die nächste Einfahrt links rein. Ich hoffe, wir sind richtig. Huch. Museum? Das ist total wrong hier, oder was? Wir sind ja mega falsch. Jetzt fahren wir richtig in die Stadt rein. Nein. So, wir fahren jetzt wieder zurück. Also ich bin ja völlig falsch. Wie geht denn sowas? Museum. Fahren wir da ja auch noch hin? Mit ein bisschen Holz? Unterstützen das Ganze? Aber erst wollen wir unser Haus bauen. Unser Haus verschönern. Und so einen Unterstand machen für den Bären, ne? Damit er da nicht so im Freien rumliegt. Da müssen wir nochmal einen runter hier. Und jetzt hier lang. Aber dann fahren wir ja durch die ganze versammelte Mannschaft hier durch. Dann fahren wir ja durch den ganzen Campingplatz hier durch. Oha. Oha, oha, oha. Ich fahre einfach. Huch! Oh, das passt schon. So. Schnell weg. Schlafen eh alle. Die sehen mich eh nicht. Oh, die schlafen da im... unter dem freien Himmel. Ah, das Kaninchen sitzt da wieder. Es hat wieder neue Aufgaben für uns. Okay, gut. Warte mal, das Holz mussten wir hier oben hinfahren. Oh, Sasquatch ist schon so müde. Den kann gar nicht mehr steuern. Genau, hier hin. Yes, Mann. 100 Holz? So, ich quatsch mal die Ente an. War das die Ente? Die Bauleiterente hier, ne? Die mit dem Helm hier auf. Hey, Kumpel, wenn Sie bauen wollen, sind Sie... sind Sie zur richtigen Ente gekommen? Liefern Sie uns etwa Bauholz und wir bauen es. Liefern Sie uns etwas Bauholz und wir bauen es. Mensch. Okay, Lagercontainer können wir bauen. Kleine Hauserweiterung. Ah, da sehe ich es. Wir brauchen noch mehr Holz. Wir müssten noch einmal Holz kaufen. Große Hauserweiterung? Nee, so viel Geld haben wir gar nicht. Das können wir auch gar nicht machen. Wir können die kleine Hauserweiterung machen. Das heißt, wir brauchen noch einmal hier so einen Stapel. So einen halben Stapel hier mit 75 Latten. Dann fahren wir nochmal zurück. Aber erst gehen wir schlafen, bevor Sasquatch hier umfällt. Legen wir uns erstmal schlafen. So. Good morning. Und es regnet. Wie schön. Schnell was essen. Oh, so viel haben wir gar nicht mehr. Nein! Jetzt müssen wir aufpassen. Wir haben nämlich hier Fische im Rucksack, die wir eigentlich noch abgeben müssen. So, die Elritze können wir essen hier. Die, nein! Oh! Was mache ich? Ich drücke einen falschen Knopf. Oh, jetzt liegt die auch richtig gut. Aber wir haben sie. Oh, bloß keinen anderen Fisch essen hier. Was war das für ein kleiner hier? Ne, das war die Elritze. Das andere war noch ein Barsch, ne? Komm, wir essen die einfach hier. Ich bringe erstmal schnell die... komm, das Kaninchen sprechen wir erstmal an. Hey, Sasquatch, willst du ein Rennen? Ein paar Sprintschuhe wird deinen Namen tragen, wenn du genügend meiner Wettkämpfe gewinnen kannst. Ui,
noch bessere Sprintschuhe. Ich werde heute irgendwo in der Seegegend sein. Komm dorthin und such mich. Wir flitzen aber erstmal schnell zu unserem Angel-Yogi. Und geben die Fische ab, die wir drin haben. Und klauen uns aber erstmal hier von den Campern noch ein bisschen Versalien. Weil so langsam geht das alles zur Neige, was wir in unserem Rucksack haben. Wir haben hier schön gammeligen Fisch und so. Ist immer lecker. Decke wieder rauf und wäsch. So, ja, Ranger, ja. Jetzt kann ich hier einfach so rumlaufen. Das ist richtig cool. Das ist richtig cool. Einfach mal den Park gerettet und dann gleich Ranger. Das ist echt geil. Das ist echt geil. So, hier nicht runter. Ein weiter war das. Dann kommen wir direkt zum Angel-Yogi. Und wenn wir das gemacht haben, wenn wir die abgegeben haben bei ihm, reisen wir schnell zurück, holen unseren Pickup und holen nochmal eine Ladung Holz. Genau, das werden wir machen. So, da sind wir. Ist es dir gelungen, solche Fische zu fangen? Ah, hervorragend. Lass mich mal sehen. Karpfen, Marene. Genau, die beiden waren das. Hier, das ist für deine Mühen. 450 Münzen. Ich guck mal fix in das Büchlein rein. Ja, die Esche. Mag es kalt. Oh, die hätten wir oben fangen können im Ski-Resort. Ah, die fehlen uns noch. Ja, das machen wir später. Darauf konzentrieren wir uns erstmal nicht. Wir wollen ja unser Haus erstmal verschönern. Dann reisen wir nochmal schnell hin. Essen noch schnell was. Bevor wir hier verhungern. Boah, man könnte eigentlich auch das Drift-Rennen machen. Aber darauf habe ich jetzt überhaupt keine Lust. Das machen wir ein andermal. Sind wir satt? Ja, wir sind satt. Ich esse einfach immer mehr hier. Gut. Ich habe einen Soundbug. Nein! Warum isst er denn immer weiter? Oh nein! Haha, ist das cool. Oh, ich wollte gerade sagen, ey. Bleibt das jetzt für immer? Ja, hier müssen wir lang. Ah, jetzt habe ich auch gesehen, wo wir rausgekommen sind. Wir sind zu weit gefahren. Wir hätten gleich hinter der Kreuzung links reinfahren müssen. Das werde ich mir jetzt merken. Dann reicht ja der Holzstapel mit 75 Holzlatten. Das reicht ja dann erstmal für die kleine Hauserweiterung. Das können wir erstmal machen. Da! Sorry. War das UPS? So. Genau, es wird schon wieder dunkel. Kann das sein? Kann auch nicht sein. Der andere Holzstapel ist weg. Wenn wir den jetzt kaufen, dann sind alle weg. Da haben wir kein Holz mehr. Oder wie? So, gekauft. Oder müssen die hier produzieren? Bis zum Get-No. Ja, Schutzhelm haben wir nicht. Vielleicht dauert das ein bisschen, bis wir nachkaufen können. Okay, gut. Aber das reicht uns ja erstmal. Das reicht uns ja erstmal, um unser kleines Haus zu erweitern. Hier oben regnet es, hier schneit es. Aus dem Weg. Ich habe was ganz Cooles gesehen von den Entwicklern. Die haben nämlich gezeigt, was als nächstes alles so in Sasquatch passieren wird. Und zwar eine ganz coole Sache,
Zwar wird es möglich sein, in naher Zukunft, sage ich mal, ich weiß nicht genau wann, kann man mit so einem Monster Trucks rumfahren. Richtig cool. Das sah richtig cool aus. Mit so riesen Rädern und so. Da hatten sie so einen Parcours gezeigt, wo man halt springen konnte. War richtig nice. Also freue ich mich auch schon drauf. Wenn das denn kommt, dann können wir damit mal rumdüsen ein bisschen. So. Ente. Genau. Wir wollen kein Lagercontainer. Wir wollen eine kleine Hauserweiterung. Auf geht's, Leute. An die Arbeit. Wow, jetzt kommen die ganzen Enten hier raus. Geil. Hört sich wild an. Sehr schön. Jawohl. Zeit zum Schwimmen. Ja. Ja, wie cool ist das denn? Ein kleines Haus. Komm, wir gehen mal rein. Gucken uns das mal an. Ja. Sieht nice aus. Hier haben wir so einen kleinen Vorraum. Cool. Hier ist unser Ofen. Steht diesmal nicht unmittelbar neben unserem Bett. Auch nicht schlecht. Ist gut für die Gesundheit. Und wir haben nochmal ein Einzelzimmer, wo unser Bett dann drin steht. Richtig cool. Sehr schön. Goodie. Wir legen uns nochmal schlafen schnell. Es wird schon wieder irgendwie dunkel. Und hoffen, dass jetzt die Sonne scheint. Ja, schön. Dann fahre ich nochmal zum Sägewerk hoch. Das interessiert mich jetzt. Ob da wieder neues Holz da ist. Aber es sieht doch cool aus, oder? Unser Haus. Und die nächste Hauserweiterung wäre dann hier hinten noch. Das wird dann hier noch so ein bisschen weitergehen. Hätten wir noch mehr Platz. Vielleicht noch ein Zimmer oder so. Vielleicht, eventuell. Mal gucken. Aber so sieht das doch schon richtig cool aus. So, auf geht's. Wir fahren nochmal hoch zum Sägewerk. Und ich gucke mir nochmal an, ob wir jetzt neues Holz ordern können. Wenn ja, machen wir das auch gleich. Und bringen das dem Museum. Und dann würde ich sagen, gehen wir ab in die Stadt. Wobei, ein Autorennen müssen wir, glaube ich, auch noch machen. Das gucke ich mir nochmal an. Wir müssen ja die eine, genau, wir brauchen den einen Führerschein noch. Führerschein Klasse S. Ja, kein Holz da. Warum nicht? Oh, der hat ein Ausrufezeichen hier. Was ist mit ihm? Komm. Wir können momentan kein Bauholz mehr herstellen, weil die Maschine ausgefallen ist. Einer von uns kümmert sich bereits um das Problem. Aber ich glaube nicht, dass er weiß, was er tut. Wenn nur jemand hinübergehen und helfen könnte. Jo, das machen wir. Der braucht unsere Hilfe. Dann gucken wir mal, ist das der hier? Aber der lässt uns ja nicht rein. Ja, Schutzhelm. Wenn Sie den Schutzhelm verweigern, müssen Sie gehen. Wo kriegen wir jetzt einen Schutzhelm her? Das ist ja die Maschine, die kaputt ist. Lag hier einer drin? Konnten wir uns irgendeinen nehmen hier? Ja, da hinten liegt ein Schutzhelm. Nur für Mitarbeiter. Komm, wir gehen mal rein. Oh, wenn Sie Arbeitsverkleidung tragen, denken die Leute bestimmt, dass Sie hier arbeiten. Oha, das war aber knapp mit dem einen, ne? Der hätte mich beinahe gesehen da oben. Der hat immer noch irgendwie welche Zuckung da. Ach nee, jetzt nicht mehr. So, ha, cool. Wir sehen aus wie so ein Bauarbeiter. Mit so einem schicken Helm auf. Komm, jetzt können wir den anquatschen hier, komm. Wir machen das mal fertig hier, ne? Wenn du das hier nicht hinkriegst. Ich verstehe nicht, warum die Maschine nicht funktioniert. Es ist wahrscheinlich kinderleicht, aber ich verstehe nichts von Maschinen. Was? Wenn sie mir helfen könnten, wäre ich ihnen wirklich dankbar. Ja, wollen wir uns das Ding mal angucken? Können wir das nicht... Hä? Achso, ich gehe mal hier hinter. Vielleicht hier am Stromkasten irgendwas? Machen wir die Klappe auf. Achso. Ah. Ich muss den Strom wieder anschalten. Kann das sein? Hier hinten geht's raus. So, dann krabbel mal wieder durch.
Vielleicht war es das ja auch schon. Quatsch ihn mal wieder an hier. Ich verstehe, warum er funktioniert. Es ist wahrscheinlich kinderleicht. Nee? So ganz hat die noch nicht funktioniert. Jetzt gehen wir mal zu dem anderen da. Oder ist hier draußen irgendwas? Nee, auch nicht. Ich gehe nochmal rein zu dem einen her. Quatsch ihn nochmal an. Sie müssen der neue Kerl sein. Ja, sind wir. Wir können momentan keinen Bauholz mehr herstellen, weil die Maschine aufgefallen ist. Einer von uns kümmert sich bereits um das Problem. Ja. Wenn nur jemand hinübergehen könnte und helfen könnte. Ja, das haben wir ja schon gemacht. Wir haben den Strom jetzt angeschaltet. Oder müssen wir hier vorne an die Maschine? Ah. Okay, so. Hebel hoch. Und grün auf Power. Mensch, perfekt. Sie geht wieder. Super gut. Na cool. Können wir den jetzt nochmal anquatschen? Hey, Sie haben es repariert. Bitte erzählen Sie niemanden von meiner Inkompetenz. Solange die Mühle weiter funktioniert, haben wir morgen mehr Bauholz zum Verkauf. Ja, sehr schön. Cool. Also haben wir morgen wieder schön Bauholz. Behalten wir jetzt den Helm eigentlich? Ja. Ja, wie cool ist das denn? Wir können den Helm, also wir können die ganze Ausrüstung behalten, die Bauarbeiterausrüstung. Gut. Alles klar. So, dann fahren wir mal. Also Bauholz können wir uns leider jetzt nicht holen. Ich mache hier mal Luki Luki. Hier kann man leider nicht schlafen. Ja, auch nicht. Oh, hier ist irgendwas in der Schublade drin. Wir gucken mal rein. Neugierig sind wir ja überhaupt nicht. Ui, da liegt ein Schlüssel drin. Brauchen wir den? Wir nehmen den einfach mal mit. Cool. Ein bisschen Kohle lag auch drin. Aber wofür ist denn der Schlüssel? Das frage ich mich jetzt. Hier ist nichts drin, wo man den benutzen kann. Aber wir haben erstmal einen Schlüssel. Vielleicht brauchen wir den später irgendwie. Ich gehe hier mal gucken. Hier waren wir ja schon. Hier liegt doch nichts weiter rum. Gut, dann fahren wir mal zur Rennbahn. Und gucken mal, wegen der letzten Lizenz, die wir brauchen. Fahren hier wieder hoch. Die eine brauchen wir noch, die Klasse S. Aber die hat es echt in sich. Die ist nicht so easy, wie man denkt. Okay, einmal hier hoch. Ja. Rennbahn. So, dann holen wir uns mal ein Ticket. Los, die Nummer 11. Oh, der schläft schon wieder. Der ist nur am Schlafen hier, der Typ. Kann doch nicht wahr sein. So, jetzt. Wir brauchen die. Die brauchen wir. Die können wir nicht machen. Können wir nur machen, wenn es regnet. Ach, wir haben ja noch die Taxi-Lizenz. Genau. Die brauchen wir auch noch. Die können wir bestimmt erst machen, wenn wir hier Führerscheinprüfung S haben. Na komm, probieren wir nochmal. Ein paar Runden. Komm, steig ein. Auf eigene Gefahr, sage ich immer. Oh. Oh. Hätte schon gedacht, bei der ersten wäre fehl. Die haben wir ja auch schon ein bisschen touchiert.
geht's hier weiter? 9 Sekunden noch? Jawoll! Locker! Cool! Herzlichen Glückwunsch! Danke! Gib uns jetzt den Führerschein! Sehr schön! Führerschein Klasse S bestanden! Den Superführerschein. Oh! Jetzt können wir an schwierigen Rennen teilnehmen. Und um bessere Belohnung zu gewinnen. Ja, nice! Aber das werden wir im nächsten Let's Play machen. Wir machen erstmal Schluss für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Und wenn ihr keines meiner Videos mehr verpassen wollt, abonniert diesen Kanal und aktiviert die Glocke. Würde mich sehr, sehr freuen. Wir hören uns im nächsten Let's Play wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.